Ben Becker, hat der Schauspieler Ehefrau Kinder? Ben Becker ist aus der deutschen Schauspiellandschaft nicht mehr wegzudenken. Doch wie läuft es eigentlich privat für den Krimi-Star? Hat er eine Ehefrau und Kinder? okmag.de verrät es dir. Ben Becker, Familienglück mit Ehefrau Anne Seidel und Tochter Lilith. Ben Becker glänzt seit den 1980er Jahren sowohl auf der Kinoleinwand als auch im Fernsehen und insbesondere in den deutschen Krimiserien ist er heute ein echter Publikumsmagnet. Beruflich könnte es also kaum für den gebürtigen Bremer besser laufen, doch wie sieht es privat aus? Auch dort kann sich der Schauspieler nicht beklagen. Nach 14 Jahren Beziehung heiratete Becker im Jahr 2012 seine heutige Ehefrau Anne Seidel. Noch vor ihrer Hochzeit gründete das Paar schon eine kleine Familie, denn ihre Tochter Lilith kam im Jahr 2000 auf die Welt. Zu dieser hat Ben ein sehr gutes Verhältnis, wie er 2022 in der NDR-Sendung Das verriet. Sie hat in mir einen guten Freund, der sie darin unterstützt, was sie wirklich machen will und sie ist in dem, was sie macht, wirklich ganz, ganz toll. Ich bin ganz stolz darauf. Lilith hat nicht wie ihr Papa den Weg in die Schauspielbranche gefunden, sondern studiert in Mailand Mode. Sie zieht das knallhart durch und ich finde es gut, dass sie nicht gesagt hat, sie will Influencerin oder Schauspielerin werden. Sie macht ihr eigenes Ding. Ben Becker, von der Theaterbühne zum Kinostar. Ben Becker, geboren am 19. Dezember 1964 in Bremen, entstammt einer Schauspielerfamilie. Bereits früh stand er auf der Bühne und sammelte erste Erfahrungen in TV-Produktionen. Seine erste große Rolle hatte er 1983 in dem Film Eine Liebe in Deutschland an der Seite von Armin Müller-Stahl und Hanna Schigulla. Es folgten Engagements in Tatort und Polizeiruf 110. Der Durchbruch gelang ihm 1995 mit dem Kinofilm Schlafes Bruder. Für seine Darstellung in Comedian Harmonists erhielt er 1998 den Spezialpreis des Bayerischen Filmpreises. Neben der Schauspielerei ist Becker auch als Sänger und Hörspielsprecher tätig. 2000 veröffentlichte er zusammen mit Xavier Naidoo das Album Rilke Projekt. Zu seinen weiteren Auszeichnungen zählen der Adolf-Grimme-Preis und die Goldene Kamera. Heute ist Ben Becker einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und überzeugt mit seiner rauchigen Stimme und seinem markanten Spiel.